alihi wa sahbihi sallam taslim kathira. Machen wir weiter mit dem 9. Vers aus Surat al-Qamar. Bismillah. Nächster. Vers 9. Vor ihnen schon bezichtigte das Volk Noahs seinen Gesandten der Lüge. Sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten, ein Besessener. Und er wurde von ihnen gescholten. Da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, so leiste du mir Hilfe. Da öffneten wir die Tore des Himmels und mit niederströmendem Wasser und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen. So traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. Und wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln, das vor unseren Augen dahinfuhr. Dies als Lohn für jemanden, der immer verleugnet worden war. Und wir ließen es als Zeichen zurück. Gibt es aber jemanden, der bedenkt? Wie waren da meine Strafe und meine Warnung? Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt? Vers 9. Nachdem der Erhabene und Segensreiche die Situation der Leugner mit ihrem Gesandten beschrieben und darauf hingewiesen hat, dass sie keinerlei Nutzen aus den Zeichen ziehen, ermahnt er sie und flößt ihnen Schrecken ein, indem er ihnen darlegt, welche Strafen frühere Völker ereilten, die die Gesandten der Lüge bezichtigten, wie er sie vernichtete. Er erwähnt das Volk Noahs, des ersten Gesandten, den Allah zu einem Volk von Götzenanbetern entsandte. Er rief sie zur alleinigen Verehrung Allahs, Tawhid, auf, dazu, nur ihm allein ohne Teilhaber zu dienen, doch sie weigerten sich, die Beigesellung, Schirk, zu unterlassen und sagten, verlasst doch nicht eure Götter, verlasst doch nicht Wa'd und Suwa, noch Yarud und Ya'uq und Nasr. Noah hörte nicht auf, sie zu Allah zu rufen, am Tage und in der Nacht, öffentlich und im Geheimen. Doch dies mehrte nur ihren Widerstand, ihre Auflehnung und die Schmähung ihres Propheten. Darum sagt Allah hier, sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten, ein Besessener. Behaupten, die Beigesellung und der Irrtum, dem sie und ihre Väter folgten, sei das Vernünftige. Und das, womit Noah, Allah segne ihn und schenke ihm Heil, kam, sei Unwissenheit und Irrtum und könne nur von Besessenen ausgehen. So leugneten sie und verdrehten die durch Gesetz und Verstand bestätigten Wahrheiten. Denn was er brachte, war die wahrhaftige Wahrheit, die den erleuchteten und gerechten Verstand zum Licht und zur Vernunft recht leitet. Ihr Weg dagegen basiert auf Unwissenheit und offenkundigem Irrtum. Und er wurde von ihnen gescholten. Das heißt, sein Volk tadelte ihn, als er sie zu Allah, dem Erhabenen, aufrief. Ihnen jedoch genügte es weder, Allah zu schmähen und den Glauben an ihn zu verweigern, noch Noah der Lüge zu bezichtigen, sondern sie ließen es sogar so weit kommen, ihm Schaden zuzufügen, wie sie nur konnten. So verhielten sich alle Feinde der Gesandten, so war ihr Umgang mit ihren Propheten. Vers 10. Da rief Noah seinen Herrn an und sagte, ich bin überwältigt. Er meinte damit, dass er keine Aussicht hatte, sie, die Freveler, zu bezwingen. Denn in seinem Volk gab es nur sehr wenige Gläubige und sie waren nicht in der Lage, gegen ihr Volk zu kämpfen. So leiste du mir Hilfe, O Allah. In einem anderen Vers sagt er, mein Herr, lasse auf der Erde von den Ungläubigen nicht einen einzigen Bewohner. Denn gewiss, wenn du sie leben lässt, führen sie deine Diener in die Irre und zeugen nur sittenlose und sehr beharrliche Ungläubige. Mein Herr, vergib mir und meinen Eltern und demjenigen, der als Gläubiger mein Haus betritt, und den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen, und stürze die Ungerechten nur noch tiefer ins Verderben. Surat Nur, Vers 26-28. Vers 11. Allah erhörte seine Bitte und half ihm gegen sein Volk. Er spricht, da öffneten wir die Tore des Himmels mit niederströmendem, mit in großen Mengen ununterbrochenen, fallendem Wasser. Vers 12. Und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen. Nicht nur fiel vom Himmel viel mehr Wasser als üblich herunter, sondern es sprudelte auch überall aus der Erde hervor, sogar an Orten, wo sich normalerweise kein Wasser befindet, geschweige denn, dass es hervorsprudelt. So traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. Das Wasser des Himmels und der Erde, auf Befehl von Allah, der es bereits in der Vorzeit so niedergeschrieben und als Strafe für jene ungerechten Unterdrücker bestimmt hat. Vers 13. Und wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln. Wir retteten unseren Diener Noah auf der Arche, deren Rumpf aus Planken mit Nägeln zusammengehalten wurde. Vers 14. Das vor unseren Augen dahinfuhr, mit Noah, seinen mit ihm glaubenden Anhängern und mit all den Tierarten, die er mitnahm, fuhr es dahin unter der Obhut Allahs, unter seinem Schutz. Der Erhabene bewahrte es vor dem Untergang, was für ein guter Bewahrer und Beschützer er doch ist. Dies als Lohn für jemanden, der immer verleugnet worden war, das heißt die Errettung Noahs vor dem Ertrinken war eine Belohnung für ihn, weil er, obwohl sein Volk ihn der Lüge bezichtigte und nicht an ihn glaubte, geduldig zum Glauben aufrief, auf der Sache Allahs beharrend.
Niemand konnte ihn davon abhalten und durch nichts ließ er sich hindern. In einem anderen Vers sagt der Erhabene: O Noah, steige hinunter in Frieden von uns und mit Segnungen über dich und über Gemeinschaften von denen, die mit dir sind. Es gibt aber auch Gemeinschaften, denen wir einen Nießbruch geben werden. Hierauf wird ihnen schmerzhafte Strafe von uns widerfahren. Surah Hud, Vers 48. Mit Belohnung kann bei anderer Leseart, Kafara, auch die Strafe und Schande gemeint sein, mit der Allah das Volk Noahs als Vergeltung für ihre Leugnung und ihren Widerstand vernichtete. Vers 15. Und wir ließen es ja als Zeichen zurück. Gibt es aber jemanden, der bedenkt? Das heißt, die Geschichte von Noah und seinem Volk dient als Zeichen, dass die Menschen daran erinnern soll, dass Allah diejenigen, die sich den Gesandten hartnäckig widersetzen, mit schwerer Strafe vernichtet. Das Pronomen es in dem Vers könnte sich aber auch auf das Schiff beziehen. Darauf, dass Allah seinem Gesandten Noah, Allah schenke ihm Heil, von Grund auf beibrachte, wie man es baut, und dann den Menschen das Wissen über die Fertigung von Schiffen hinterließ, als Zeichen seiner Barmherzigkeit gegenüber seinen Geschöpfen, seiner Fürsorge, seiner vollkommenen Macht und seiner wundervollen Schöpfung. Gibt es aber jemanden, der bedenkt? Jemandem mit offenem Geist, der über die Zeichen nachdenkt, die zu ihm kommen und sie aufnimmt. Deutliche Zeichen, die doch ganz leicht nachzuvollziehen sind. Vers 16. Wie waren da meine Strafe und meine Warnung? Wie stehst du zu Allahs schmerzlicher Strafe und zu seiner Warnung, gegen die es keine Argumente gibt? Vers 17. Und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Das heißt, die Worte des Koran sind einfach zum Auswendiglernen und Wiedergeben. Und ihre Bedeutung ist leicht zu verstehen und zu lernen. Er enthält das sprachlich schönste, bezüglich Bedeutung wahrhaftigste und bezüglich Auslegung deutlichste Wort. Jedem, der sich damit beschäftigt, erleichtert Allah sein Bestreben in höchstem Maße und macht es ihm einfach. Das Bedenken, Zikr, umfasst alles, woran sich die Menschen erinnern sollen an Erlaubtem und Verbotenem, an Bestimmungen, was Gebote, Verbote und Vergeltung angeht, an Ermahnungen, Warnungen, nützlichen Glaubensgrundsätzen und an wahrhaftigen Berichten. Darum ist die Koranwissenschaft, das Auswendiglernen und die Exegese die leichteste und gleichzeitig bedeutendste Wissenschaft überhaupt. Und sie bringt dem Diener viel Nutzen und hilft ihm, wenn er danach strebt. Einige der Vorfahren sagten zur Bedeutung dieses Verses: Gibt es denn jemanden, der nach Wissen strebt? Dann wird ihm dabei geholfen. Deshalb sind Allahs Worte: Aber gibt es jemanden, der bedenkt? Ein Aufruf an seine Diener, seiner zu gedenken und sich ihm anzunähern. Na, Jazakallah khair. Ganz kurz. Im 10. Vers, Entschuldigung, wir sind beim 9. Vers angekommen. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hier die Geschichte von Nuh alayhi salatu wassalam und die Geschichten anderer Propheten offensichtlich zum Trost für den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Da sie ihn geleugnet haben, soll er wissen, dass er nicht der erste Prophet ist, der geleugnet wird und dem schwere Vorwürfe gemacht werden. Und das heißt, es ist zum einen Seite ein Trost für unseren Propheten alayhi salatu wassalam, und zu anderen, also auch ein Hinweis für ihn, dass er, auch wenn er alles richtig macht, heißt es nicht, dass die anderen Menschen deswegen gläubig werden. Und auf der anderen Seite eine Warnung für diejenigen, die diese Botschaft erreicht, dass nämlich mit ihnen letztendlich dasselbe passieren wird oder werden kann, wie mit den Völkern vorher. Und deswegen, Allah sagte sinngemäß im 9. Vers, ich gehe noch einmal ein bisschen zurück, wie wir da übersetzt hatten, und zwar heißt es: vor ihnen, das heißt vor den Quraysh, vor ihnen, das heißt vor den Quraysh, leugnete auch das Volk Noahs die Botschaft Allahs. Oder, wie hier übersetzt worden ist, seinen Gesandten. Ja, beides kann sein. Beim Arabisch steht einfach nur Kazzabat. Aber was sie geleugnet haben, steht im ersten Teil nicht, aber im zweiten Teil steht Abdana. Also ich will nur einmal kurz darauf hinweisen, vielleicht damit ihr kurz versteht. Also im Arabischen steht hier, dass das Volk von Noah schon vor ihnen, qablahum, geleugnet hat, kazzabat. Okay? Aber was haben sie geleugnet? Das steht hier in diesem Vers nicht drin, in diesem Teilvers nicht, sondern danach steht fakazzabu abdana. Sie bezichtigten unseren Diener der Lüge. Richtig? Okay. Deswegen, wenn man jetzt sagt, vor ihnen schon bezichtigte das Volk Noahs seinen Gesandten der Lüge, sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten. Was fällt euch auf?
Ja, was fällt euch auf? Das wäre eigentlich doppelt. Doppelt gemoppelt, richtig? Ja. Doppelt gemoppelt, ja. Und deswegen ist es vielleicht schöner, wenn sich das erste Leugnen oder Bezichten der Lüge auf etwas anderes sich bezieht. Okay? Weil das macht die Worte, das ist rhetorisch schöner, ja, wie auch immer das nennen mag. Deswegen könnte man auch übersetzen, vor ihnen leugnete auch das Volk Noahs die Botschaft Allahs, zum Beispiel. Die Botschaft Allahs Azza wa Jal. Sie bezichtigte, taban, Nuh alayhi salatu wassalam, wie der Autor hier gesagt hat, ist der erste Rasul Allahs zu den Menschen überhaupt. Denn wie in einem Bericht, wie es in manchen Hadithen heißt, bis das Volk von Nuh aufgetaucht ist und sie angefangen haben, andere neben Allah Azza wa Jal anzubeten. Und daraufhin hat Allah Nuh als ersten Gesandten zu den Menschen entsandt. Aus diesem Ereignis heraus können wir entnehmen den Unterschied zwischen einem Propheten und einem Gesandten. Nämlich, dass der Prophet beiden wird natürlich offenbart, beide bekommen Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala, aber der Gesandte Gottes ist jemand, der zu einem ungläubigen Volk entsandt wird. Das kann man aus dieser Begebenheit entnehmen. Weil der Prophet hat uns gesagt, dass Nuh der erste Rasul ist, der zu den Menschen entsandt worden ist. Sie bezichtigten unseren Diener der Lüge und sagten, ein Verrückter. Aus diesem Ereignis, Majnun ist verrückt. Wisst ihr, aus diesem Ereignis sehen wir, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht einen Maßstab gibt, mit dem wir messen, was richtig und was falsch ist, werden wir das Falsche als richtig sehen und das Richtige als falsch sehen. Yani, das ist vor dir ist der beste Mensch auf Erden, Nuh alayhi salatu wassalam. Und du bezeichnest ihn als einen Verrückten? Zu dir kommt die beste aller Offenbarungen im Koran al-Karim. Bezeichnest du eine Lüge von Allah subhanahu wa ta'ala? Was möchtest du denn haben? Man hat dir das Beste gegeben, was es gibt. Ja? Zu euch, Quraysh, kommt der beste aller Gesandten. Ihr werft ihm vor, er sei ein Verrückter und ein Lügner. Was wollt ihr noch? Wenn er nicht der Beste wäre, könnte man sagen, wir wollen einen besseren, richtig? Aber er hat euch den Besten gegeben, den Edelsten gegeben, den Wahrhaftigsten gegeben, der, von dem ihr selbst bezeugt, dass er ehrlich ist, noch bevor er Prophet wurde. Tamam? Er hat weder vor dem Prophetentum hat er andere angebetet außer Allah, noch danach hat er andere angebetet außer Allah. Das Einzige, was er gemacht hat, danach hat er euch dazu aufgerufen, das Gleiche zu machen wie er. Richtig? Und dann habt ihr angefangen zu merken, dass das für euch eine Gefahr darstellt und ihr habt ihn der Lüge bezichtigt. Deswegen, und daraus sollen wir halt entnehmen, gut ist, was Allah als gut bezeichnet hat. Und schlecht ist, was Allah als schlecht bezeichnet hat. Halal ist, was Allah erlaubt hat. Haram ist das, was Allah verboten hat. Und wenn man diese Sachen den Menschen überlassen würde, dann würde doch jeder Verstand etwas anderes sagen. Der eine findet das eine gut. Und so sehen wir auch unter den Völkern, die Gottes Gesetze nicht als Grundlage der Entscheidung nehmen, dass die einen etwas verbieten, was die anderen erlauben. Und die anderen erlauben etwas, was die anderen verbieten. Und jeder von ihnen denkt, dass er auf Deutsch sagt man, die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Richtig? Aber in Wirklichkeit, kein Mensch von uns lebt auf Erden zum zweiten Mal. Wir leben doch alle zum ersten Mal hier. Welche Erfahrung willst du denn mir gegenüber haben in diesem Leben? Hast du das Leben schon durch? Hast du schon gesehen, was nach dem Tod passiert, dass du mir sagen kannst, wie es geht? Nein, hast du nicht. Also dann verlasse ich mich lieber auf jemanden, der weiß, wie es nach dem Tod ausschauen wird, nämlich die Propheten und die Gesandten Allahs alayhim salatu Salam. Sie sagten nicht nur, er sei ein Verrückter, sondern sie verjagten ihn. Sie verjagten ihn. Wie heißt es hier? Und er wurde von ihnen gescholten. Andere Form, sie verjagten ihn durch Drohungen und Beleidigungen. 1:1 das, was dem Propheten Muhammad auch passiert ist. Deswegen der Trost. Und auch Trost für jeden anderen Menschen, der in seine Fußstapfen tritt, bis an den Tag der Auferstehung.
Deswegen, je mehr du dem Propheten folgst, desto mehr wirst du auch diesen Sachen ausgesetzt sein. Und deswegen finden wir das in der heutigen Zeit ganz genauso. Wenn ein Mensch gläubig ist und zum Guten aufruft und die Menschen warnt vor einem Tag, an dem ein Vater vor seinem Sohn fliehen wird und ein Sohn vor seinem Vater fliehen wird, dann sagen sie, das sind doch nur Geschichten von früher. Übertreib nicht. Du, wie heißt das, sei realistisch, glaub nur an das, was du auch wirklich siehst und so weiter und so fort. Genau das gleiche wie damals auch. Da rief er, Nuh alayhi salatu wassalam, da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, so leiste du mir Hilfe. Aus diesem Bittgebet, liebe Geschwister, sehen wir die, sagen wir mal, wie weit sie es mit diesem Gesandten getrieben haben. Denn als es hieß, da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt. Nuh alayhi salatu wassalam, wie es in einer anderen Sura heißt, rief sein Volk bei Nacht und bei Tag an. Inni da'autu qawmi laylan wa nahara. In Surat Nuh alayhi salatu wassalam. Das heißt, er hat nicht zu wenig dafür getan, dass sein Volk gläubig wird. Aber diese Aussage, da rief er seinen Herrn an, das heißt, irgendwann hat er gegen sie ein Bittgebet gesprochen. Und dieses Bittgebet ist offensichtlich dasjenige, das Allah den Propheten gibt und das er erhört. Und unser Propheten alayhi salatu wassalam wurde auch ein Bittgebet gegeben. Aber dieses Bittgebet hat er es gesprochen gegen die Quraysh? Er hat es, alayhi salatu wassalam, aufgehoben für seine Umma am Tag der Auferstehung. Ja. Damit ihr seht, welche Barmherzigkeit Muhammad sallallahu alaihi wasallam für die Menschen. Nuh alayhi salatu wassalam, als er dieses Dua gesprochen hat, sind hunderte von Jahren vergangen. Also er war nicht jemand wie unser einer, der sagt, Khalas, ich hab's ihm gesagt, und der will nicht, und sagt, sei richtig. Ja. Er sagt, Inni da'autu qawmi laylan wa nahara, ich habe mein Volk aufgerufen, bei Tag und bei Nacht. Und er sagt, dieses Aufrufen, diese Da'wa, die ich mit ihnen die ganze Zeit gemacht habe, hat bei ihnen, nur dazu geführt, dass sie sich noch mehr von mir entfernt haben. Das ist auch interessant, oder? Das ist auch interessant, weil man öfter sagt, oder man hört manchmal öfter, dass man aufpassen muss immer, wie das Ende der Sache ist. Also du machst etwas Gutes, aber wenn sich daraus was Schlechtes ergibt, dann unterlasse das Gute lieber. Ist das wirklich so? Bin ich verantwortlich für das, wie die anderen Menschen meinem Aufruf entgegnen? Ja, also wenn ich etwas richtig mache, wenn ich dich dazu aufrufe, das Gute zu tun, das Schlechte zu unterlassen, wenn ich dich dazu, wenn ich dich davor warne, eine Bid'a zu begehen und der ein oder andere es in falschen Hals bekommt, bin ich dafür wirklich verantwortlich? Wenn ich was Gutes sage und es auf die richtige Weise atmen sage, dann nur hat es auch das Gleiche gemacht. Was war das Ergebnis? Es hat ihre Auflehnung und ihre Ablehnung und ihren Kufr nur vermehrt. War das Nuh seine Schuld? Oder ist eher, wie die anderen das entgegengenommen haben? Ja. Weil deswegen, wenn ich etwas Gutes mache, richtig mache, auf die richtige Art und Weise mache, dann bin ich nicht verantwortlich dafür, wie die Leute das entgegennehmen oder aufnehmen. Deswegen könnte man hier übersetzen, im 10. Vers, nicht nur, da rief er seinen Herrn an, ich bin überwältigt, sondern da rief er, nachdem sie ihn jahrhundertelang leugneten, seinen Herrn an, ich bin ihnen fürwahr unterlegen, so hilf mir. Und Allah subhanahu wa ta'ala erhörte sein Bittgebet. Und das zeigt, dass das Bittgebet einer Person, die in einer Notlage ist, und die verzweifelt ihren Herrn um Hilfe anfleht, auf jeden Fall erhört wird. Früher oder später. Früher oder später. Natürlich war das nicht eine Sekunde später, was da passiert ist.
Sondern dazwischen hat er noch ein Schiff gebaut, oder nicht? Dazwischen haben sie ihn ausgelacht. Was brauchst du ein Schiff in der Wüste? Was soll das Ganze? Dazwischen sind noch einige Sachen passiert, aber irgendwann mal kam dann. Und das Volk bei Salih waren es 3 Tage, richtig? Und dann bei anderen waren es bei Propheten Muhammad a.s. Gegen manche von ihnen, als er gebeten hat, sind ein paar Jahre vergangen. Aber dann sind sie in der Schlacht von Badr oder anderswo gefallen. Was sind dann diese paar Jahre dann noch im Vergleich zu dem Zeitraum, der jetzt vergangen ist, seitdem das schon eingetroffen ist? Nichts. Nichts. Und genauso musst du die Sache auch sehen, wenn du Allah um etwas bittest. Allah hört dich. Allah erhört auch dein Bittgebet. Und wenn es eingetroffen ist, dann war es der richtige Zeitpunkt. Und wenn es eingetroffen ist, dann die Zeit danach ist immer länger als die Zeit vorher gewesen. Mach dir darüber keine Sorgen. Aber es ist halt nicht immer so, wie du denkst, dass es gut ist. Sogar in einem Bittgebet, als der Prophet ﷺ Dua gemacht hat, hat Allah ta'ala ihm dies verboten. Laysa laka min al-amri shay. Das ist nicht deine Angelegenheit. Deswegen zum Vertrauen auf Allah ta'ala gehört, dass wir bei den Bittgebeten die Bittgebete so sprechen, wie der Prophet sie gesprochen hat, a.s.w. Zum Beispiel, dass man sagt, unser Herr, gib uns in diesseits Gutes, im Jenseits Gutes. Rabbana atina fil dunya hasana wa fil akhirati hasana. Natürlich kannst du auch etwas Spezielles Allah darum bitten, aber das impliziert immer so ein bisschen, als wärst du der Meinung, dass das genau das ist, was für dich gut ist. Ja? Wenn es etwas Gutes ist, wie zum Beispiel, oh Allah, lehre mich den Koran. Oh Allah, schenke mir Taqwa, schenke mir Iman. Da brauchen wir nicht diskutieren. Aber wenn es etwas ist von der Dunya, was ich am Endeffekt für dich auch als schlecht herausstellen kann, macht Sinn, dass du Allah mit etwas Gutes bittest und die Sache ist erledigt. Ein Beispiel davon haben wir in der Geschichte in Surat Al-Imran. Ja, die Mutter von Maryam a.s. Was wollten sie haben? Sie wollten einen Jungen haben, richtig? Sie wollten einen Jungen haben. Inni wada'atuha untha. Oha, ich habe ein Mädchen geboren. Oder gebärt, sagt man. Bekommen, fertig. Und dann Allah sagt, Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah weiß am besten, was sie geboren hat. Ja? Aber es geht darum, sie wollte einen Jungen haben, dass dieser Junge ist sozusagen im Dienste der Moschee in Al-Quds gestellt und er soll einfach ein Diener in dieser Moschee sein und den Propheten zur Verfügung stehen und so weiter. Ja? Und am Ende wirklich war es Maryam a.s. Und sie ist eine der 4 Frauen geworden, die vollkommen sind von allen Frauen. Das heißt, sie hat was Besseres bekommen, als sie sich eigentlich erhofft hatte. Wie dem auch sei, deswegen heißt es dann im 11. Vers, erhörte Allah tabaraka ta'ala dieses Bittgebet von Nuh a.s., nachdem er sie jahrhundertelang aufgerufen hatte zum Glauben, da öffneten wir dem strömenden Wasser die Tore des Himmels. طيب. Im Arabischen steht Fafatahna. Und dann könnte man das so übersetzen, da öffneten wir die Tore des Himmels. Ja? Öffnen. Fataha. Nach einer anderen Lesart heißt es Fafatahna. Fafatahna, also mit Shadda auf dem Ta. Fataha und Fataha. Und demnach könnte man den Vers wie folgt übersetzen, da rissen wir dem strömenden Wasser die Tore des Himmels auf. Ja. Also die Bedeutung ist verstärkt worden. Nicht nur öffnen, sondern aufreißen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, aber es impliziert etwas, ja, dass hier noch mehr Wasser ausgeströmt ist, als man sich eigentlich vorstellen kann. طيب. Dann heißt es im 12. Vers, und ließen aus der Erde Quellen hervorströmen, so traf das Wasser zu einer bereits festgelegten oder festgesetzten Angelegenheit zusammen.
wie wurde, kann man auch übersetzen, und ließen aus der Erde Quellen hervorbrechen, damit also das Volk besonders schnell, das ist die berühmte Sintflut, sagt man ja, damit eben das Volk besonders schnell ertrinkt, und ließen aus der Erde Quellen hervorbrechen. Und jetzt faltaqal ma'u. Faltaqal, das Wasser traf nun zusammen. Was traf zusammen? Hier steht, so traf das Wasser zu einer bereits festgesetzten Angelegenheit zusammen. Ja, aber welches Wasser trifft mit wem zusammen? Das steht nicht da. Gemeint ist das Wasser vom Himmel mit dem Wasser aus der Erde. Traf zusammen zu einem festgesetzten Zeitpunkt, den Allah schon bestimmt hatte, 50.000 Jahre bevor Himmel und Erde erschaffen wurden. Und so bist du dir sicher, dass genauso wie Allah tabaraka ta'ala deine Lebenszeit bestimmt hat und deinen Rizq bestimmt hat, so weiß er jedes Blatt, das von einem Baum herunterfällt, und so kennt er jeden Wassertropfen, der auf einen Wassertropfen aus der Erde zusammentrifft. Und das ist mit diesem Vers hier gemeint. Und deswegen könnte man auch übersetzen, so vereinigte sich das Wasser des Himmels und der Erde zu dem seit Ewigkeit vorher bestimmten Zweck. Nämlich zum Ertränken dieses Volkes, das sich gegen ihren Gesandten aufgelehnt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Beispiel, wie er in anderen Beispielen öfter gezeigt hat, die Gläubigen errettet. Und die Gläubigen sind Nuh alayhi salatu wassalam und die mit ihm auf das Schiff gestiegen sind. Die Geschichte mit dem Schiff, die ich vorhin angedeutet habe, das steht in einer anderen Surah, Surah Hud, dass sie, wie gesagt, sich über ihn lustig gemacht haben. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala erzählt in jeder Stelle im Koran das, was er gerade berichten möchte. Ihn, also Vers 13 jetzt, wir trugen ihn auf einem Schiff aus Planken und Nägeln. Ja? Da guckt mal, was das zeigt. Das zeigt das Wasser, das vom Himmel kommt. Und das Wasser, das von der Erde kommt. Wie willst du dich denn davor schützen? Ja? Als vor kurzem auch in Deutschland einige Fluten gab, ja? Da fragt der eine oder andere, ja, warum haben sie sich nicht geschützt davor? Du kannst dich nicht schützen so schnell, das geht gar nicht. Solche Warnsysteme, kannst du dir erträumen, aber das bildet man sich ein. Aber das Wasser, wenn das geströmt kommt in dieser Geschwindigkeit, da bist du innerhalb von ein paar Sekunden eingeschlossen in deinem Keller und in deinem Haus, kommst gar nicht mehr raus. Ja? Und deswegen, und dann steht hier, dass, und das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was damals passiert ist. Die Menschheit ist versunken. Die Menschheit ist versunken. Was gab es für Völker außer das Volk von Nuh? War weg. Die Menschheit ist versunken und Allah subhanahu wa ta'ala hat den, die er gerettet hat, durch etwas, was Nuh mit seiner Hand gebaut hat. Es war ein Sabab, es war ein Grund. Allah hat ihm gesagt, bau dieses Schiff und wenn du auf diesem Schiff bist, wirst du gerettet. Nur wer auf dir wird gerettet und so war's. Ja. Wir kennen auch so Geschichte von in Surat Hud, wollte sich ja manch einer, unter anderem sein Sohn, retten auf einem Berg. Klingt bei so einer Wucht von Fluten und so erstmal ganz vernünftig, oder nicht? Dass man sich so auf einen hohen Berg hochsteigt, dann ist die Sache eigentlich, der Berg wird ja wohl weniger in Bewegung gesetzt als vielleicht so ein Schiff. Ein Schiff, wenn da ein paar Meter Wellen sind, bist du auch normalerweise weg, oder nicht? Aber es geht nicht darum. Es geht darum, du wirst gerettet, so wie Allah dir sagt, so funktioniert es. Die Rettung in diesem Leben ist das Schiff jetzt. Glaub ihm, er schickt den Regen. Okay? Und genauso auch die Rettung bei Allah im Jenseits wird so sein, wie Allah subhanahu wa ta'ala dir den Weg vorgezeichnet hat. Nämlich durch den Koran und durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war's. Nicht durch deine Intelligenz, nicht durch deinen technischen Fortschritt, nicht durch dein Reichtum und nicht durch dein Ansehen, das du unter den Menschen hast. Und wenn man das verstanden hat aus der Geschichte, dann geht es einem gut. Weil hier steht es aus Planken und Nägeln. Aus Planken, irgendwie Holz, Planken und Nägeln, die reingeschnitten werden. Mehr nicht. Tayyib. In Noah a.s. trugen wir auf einem Schiff aus Planken und Nägeln. 14. Das vor unseren Augen dahinfuhr, oder es trieb unter unserem Schutz und Blickfeld dahin.
als Lohn für denjenigen, der von seinem Volk verleugnet worden war. Es trieb unter unserem Schutz, Tajri bi a'yunina, a'yun ist der Plural von Ein, Ein ist das Auge, aber zweifellos, Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinen Eigenschaften, seines Wesens gehören die Augen, das hat er in mehr als einem Vers uns mitgeteilt, auch wenn seine Augen nicht so sind wie die Augen seiner Geschöpfe, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man sagt, es trieb unter unserem Schutz und Blickfeld, dann wird das natürlich einmal die Sache, diese Eigenschaft Allahs wiedergegeben und gleichzeitig auch das, was sich daraus resultiert. Das, was sich daraus resultiert. Yani, das bedeutet, was bedeutet es, dass es vor seinen Augen, subhanahu wa ta'ala, dahin fuhr? Das heißt unter seinem Schutz. Ja, und das bedeutet nicht, dass die Eigenschaft Allahs azza wa jalla hier uminterpretiert wird. Nein, es gemeint ist hier, was ergibt sich aus dieser Eigenschaft Allahs azza wa jalla, nämlich dass sie geschützt sind. Ja, weil alles geschieht unter den Augen Allahs, oder nicht? Gibt es etwas, was Allah nicht sehen kann? Allah sieht alles. Also was ist hier dann das Spezielle? Das Spezielle ist der Schutz, den Allah azza wa jalla seinem Gesandten Rasul Nuh alayhi salatu wassalam verliehen hat. Es trieb unter unserem Schutz und Blickfeld dahin als Lohn für denjenigen, der von seinem Volk verleugnet worden war. Als Lohn. Ja? Weil Lohn kann auch im negativen Sinne verstanden werden. Hier ist gemeint eine Strafe. Der Lohn für die Tat. War sie gut, ist es was Gutes, war sie schlecht, ist er etwas Schlechtes. Wir ließen, und dann heißt es, hier in diesem Vers, darauf hat der Autor auch hingewiesen, wir ließen es als ein Zeichen zurück. Die Frage ist, was mit es gemeint? Tarakna ha. Im Arabischen, worauf bezieht sich dieses ha bei Tarakna ha? Ja, worauf, was ließ er als ein Zeichen zurück? Manche Ulama haben gesagt, gemeint ist damit, wie heißt es, die Geschichte. Die Geschichte. Auf Arabisch Qissa, weiblich. Wir ließen diese Geschichte als ein warnendes Zeichen sein. Was hat er gesagt im Vers, in der Erläuterung? Es, das Schiff, oder was? Ah, war die dabei? Da guck nochmal die Stelle nach. Ja, was da? Der Leser. Ha? Gemeint ist der angesprochene, also der Leser. Der Leser? Nee. Die Geschichte. Hier steht die Geschichte von Noah. Die Geschichte. Okay, die Geschichte. Tayyib. Steht aber es, könnte sich auch auf das Schiff beziehen. Genau. Und was noch? Das Wissen über die Pferde. Bauch, wie bitte? Wie man es baut. Das Wissen über das Schiff, wie man es baut. Ja. Das steht hier auf Seite 81. Tayyib. Auch beibracht, wie man es baut und dann den Menschen das Wissen über die Fertigung von Schiffen hinterließ als Zeichen. Okay. Tayyib. Tayyib. Ist aber jetzt nicht so, also das, was als erstes hervorsticht, ne, aus der Geschichte. Ja. Also es ist, die Geschichte ist ein warnendes Beispiel, das passt sehr gut. Ja. Aber auch die Strafe, das passt ja zur Geschichte. Ja, das ist ein warnendes Beispiel. Ja. Oder eben das Schiff. Ja. Weil auf Arabisch Schiff heißt was? Safina zum Beispiel. Ja. Er liest also, und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, mit der Strafe zu übersetzen oder das Schiff als ein Zeichen, wie man errettet werden kann. Als ein Zeichen, wie man errettet werden kann. Ja? Das ist, offensichtlich hiermit gemeint. Tayyib. Es gibt eine Überlieferung, aber die ist natürlich nicht, yani, ich denke, das ist die Quelle, warum da viele
ja, es ist Erzählungen vielleicht im Umlauf sind. Qatada rahimahullah sagte über diesen Vers, wir ließen es als ein Zeichen zurück. Gemeint ist, er bezieht es aufs Schiff. Er bezieht es auf das Schiff. Er sagte, abqaha Allahu biba qarda min ardil jazira. Ibratan wa ayah. Das heißt, Allah hat dieses Schiff zurückgelassen oder übrig gelassen in einer Ortschaft namens Baqarda auf der Insel. Normalerweise meint man davon, damit die arabische Halbinsel. Da, normalerweise die arabische Halbinsel als Zeichen und als ein warnendes Beispiel, sodass er sagte, hatta nazarat ilayha awailu hadi al-ummati nazara. Er sagt, sodass die, die Ersten dieser Gemeinde, gemeint ist die Gemeinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es mit eigenen Augen gesehen haben. وَكَمْ مِنْ سَفِينَةٍ كَانَتْ بَعْدَهَا قَدْ صَارَتْ رَمَادًا. Er sagt, und wie viele Schiffe danach sind zerfallen. Ja? فَاللَّهُ أَعْلَمْ, ob das stimmt, weil wenn jemand das gesehen hat, dann bräuchten wir dafür einen authentischen Bericht. Und eine andere Überlieferung sagte, und das steht ja im Koran, das steht ja im Koran al-Karim, أَلْقَ اللَّهُ سَفِينَةٌ نُحْنَ عَلَى الْجُودِي حَتَّى أَدْرَكَهَا أَوَائِلُ هَذِي الْأُمَّةِ. Er sagt, Allah hat das Schiff, das heißt, zum Stehen gebracht oder gesetzt auf den Berg Judi. فَاللَّهُ أَعْلَمْ, welcher dieser Berge ist, aber ist, das steht im Koran, dass es auf dem Berg Judi ist. Nur welcher ist dieser Berge? Das ist immer der Ta'yin, dass wir sagen, genau dieser Berg ist damit gemeint, kein anderer. Das ist eine Sache, braucht man dafür eine Überlieferung. Ja, also wenn jemand sagt, dass dieser Berg damit gemeint, dann müssen wir ihn fragen, woher weißt du, dass es dieser damit gemeint ist? Über wen kannst du es überliefern? Über deinen Vater, über Großvater, über, musst du irgendwie das zeigen können. Ja? Ja. Und dann die Aussage, er sagt auch, hatta adraka awailu hadi al-umma, sodass die Ersten dieser Umma dieses Schiff noch gesehen haben. Wer sind die Ersten dieser Umma? Die Sahabe, oder nicht? Wenn die Sahabe es gesehen haben, dann wo sind diese Berichte? Wie dem auch sei. Und daher kommt auch, dass manche sagen, es sei in der heutigen Türkei. Richtig? Okay. Und die Namen gehen sehr auseinander, weil die Namen von Gegenden sind von früher. Ba-Zibdi oder Ba-Qardi oder Ba-Qarda. Und Allah also weiß am besten Bescheid. Aber das Entscheidende für uns ist, der Vers sagt nicht klar und deutlich, dass das Schiff übrig geblieben ist. Tamam? Wie manche Leute manche Verse so verstehen, manche Leute verstehen oder ja, sie tun so, als wäre der Vers so eindeutig. Der Vers bezieht sich auf das Schiff. Ja, wenn du die deutsche Übersetzung anschaust und da steht drin, dass das Schiff übrig geblieben ist, dann ist es für dich eindeutig, aber es steht im Arabischen nicht da. Okay? Im Arabischen, das ist halt das Problem. Wer hat für dich das übersetzt? Ja? Und dass diese Geschichte und dass dieses Schiff von Nuh a.s. ein Zeichen ist, dass Allah uns zurückgelassen hat, ja, wo zurückgelassen hat? Ja, im Koran. Die Geschichte über Nuh ist eine Geschichte, die Allah im Koran uns zurückgelassen hat, damit wir darüber nachdenken und uns dadurch ermahnen lassen. Tayyib. Oder wie wir gesagt haben, die Strafe. Und dann sagt Allah tabarak ta'ala, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Wird es also jemanden geben, der sich warnen lässt? schauen wir uns diesen Teil Vers gleich noch an, weil der wiederholt sich noch einmal. Allah Azza wa Jal sagt mehrmals, weil ja viele Geschichten erzählt werden, immer wieder, gibt es also jemanden, der sich warnen lässt? فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ. Okay, ich sage gleich was dazu. Und dann sagt Allah tabarak im 16. Vers, wie waren da meine, verzeiht manchmal beim Reden, sage ich, Allah sagt und so. Und gemeint ist, wenn ich einen deutschen Vers sage, dann meine ich damit sinngemäß. Das ist ja klar, also jeder von uns weiß, dass der Koran auf Arabisch ist, richtig? Weil manche Geschwister haben halt darauf hingewiesen, dass man nicht sagen sollte, Allah hat gesagt, und dann sagt man auf Deutsch. Das stimmt, das ist schon was dran, weil Allah hat nicht auf Deutsch gesagt. Wenn ich auf Deutsch sage, dann ist es eigentlich Koran, ja? Aber wenn ich das sage, dann meine ich damit sinngemäß.
oder gemäß einer Bedeutung, gemäß einem Tafsir, gemäß einer Übersetzung. Im 16. Vers heißt es, wie war da meine Strafe und meine Warnung? Wie ihr Bewohner Makkas sahen da die von mir verhängte Strafe und meine Warnung aus? Möge Allah davor schützen und bewahren. Ja, er will ihnen sagen, sie konnten sich nicht davor schützen und nicht davor schützen. Und genauso wenig werdet ihr das auch, wenn die Strafe zu euch kommt. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dann heißt es hier übersetzt, wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Gibt es also jemanden, der bedenkt? Oder gibt es jemanden, der bedenkt? Aber leider, die meisten Menschen bedenken nicht. Die meisten Menschen denken nicht über den Koran nach. Und wenn es hochkommt, dann lesen sie den Koran, damit sie sagen können, ich kriege für jedes Wort 10 Hasanat und das war's. Das war's. Okay? Entschuldigung, für jedes Wort eine Hasana und dann 10-fach vervielfacht. Das ist das Maximum der meisten Menschen leider, wenn sie überhaupt den Koran lesen. Aber der Koran ist nicht zum Lesen nur da, sondern Koran ist also dafür da zum Nachdenken, zum Nachsinnen. Und deswegen dürfen wir nicht uns ähneln, diesen Menschen, denen der Koran damals vorgetragen war und die, das dann genauso mit uns, dass wir genauso sind wie diese Menschen damals, liebe Geschwister. طيب. Die Frage ist, was das arabische Wort Muddakir bedeutet. Weil dieses Wort kommt ursprünglich von Muddakir. Ja? Und wurde dann zu Muddakir. Es kommt ursprünglich von Zakara. Zakara hat verschiedene Bedeutungen. Eine davon ist erwähnen. Eine davon ist Gedenken, Zikr, kommt von der. Eine davon ist Tazkir. Tazkir bedeutet erinnern, jemanden erinnern an etwas und so weiter und so fort. Eine davon ist Tazakkara. Tazakkara bedeutet sich an etwas erinnern. Sich an etwas erinnern. Das heißt, wir haben den Koran leicht gemacht, dass man sich an ihn erinnern kann. Okay? Also haben manche Gelehrte daraus genommen, dass der Koran zum Auswendiglernen leicht gemacht worden ist. Weil wenn der Koran leicht ist, sich daran zu erinnern, dann ist er leicht zum Auswendiglernen. Richtig? Wir sagen, wenn diese Bedeutung in diesem Vers wenn diese Bedeutung in diesem Wort sprachlich drin steckt, stellt sich die Frage, ist das in erster Linie mit diesem Vers gemeint? Wenn wir die Geschichte hören, wenn wir hören im Koran, Allah Azza wa Jal erzählt von der Mondspaltung und sie werfen dem Propheten alaihi salatu vor, er sei verrückt und ein Zauberer. Und dann erzählt er uns als Trost für ihn und als Warnung für die andere Geschichte von Nuh alaihi salatu wasalam. Und sagt dann, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ? Gibt es jemanden, der Muddakir? Passt es jetzt zu sagen, gibt es jemanden, der den Koran auswendig lernen möchte? Es fällt leicht, ihn auswendig zu lernen. Ist mit Sicherheit nicht die Bedeutung, die jetzt im Vordergrund steht. Ist eine nebensächliche Bedeutung. Tamam? Weil natürlich kann man sagen, ja, der Vers hat verschiedene Bedeutungen. Warum diese Bedeutung nicht und warum die andere? Ja, wir sagen ja, weil der Textzusammenhang ergibt sich. Also aus dem Textzusammenhang ergibt sich das, was gemeint ist. Okay? Und deswegen, liebe Geschwister, wie es auch hier, wie es in Schanatala richtig übersetzt worden ist, wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht. Zum Bedenken gemacht. Oder wir haben den Koran zur Ermahnung leicht verständlich gemacht. Wir haben den Koran leicht zum Verständlich. Deswegen wurde in der neuen Übersetzung darauf hingewiesen. Auch hingewiesen heißt es in der Fußnote. Oder zum Erinnern leicht gemacht. Aber der weitere Verlauf der Eier und die Erzählung der Geschichten der vernichteten Völker spricht für die im obigen Text gewählte Übersetzung. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ? Gibt es also einen, der sich ermahnen lässt? Na, das ist damit in erster Linie gemeint, wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Dann bitten wir
Ja, wir sind schon eigentlich über der Zeit. Ne? Wie sieht's aus? Ist schon ready alles? Tayyib. Dann, liebe Geschwister, warum nicht? Dann machen wir an dieser Stelle Stopp, weil es fängt auch gleich ein neues Volk an von Ad, die es auch nicht viel besser gemacht haben. Ne? Mögen wir uns davor schützen und bewahren. Und dann machen wir inshallah ta'ala. Der Plan ist so, liebe Geschwister, wie ihr sehen könnt, bi'idhnillahi azza wa jal, 6.40 Uhr Adhan, Fajr, 7 Uhr ist Iqama und dann um 9 Uhr Frühstück. Und dann um 10 Uhr machen wir inshallah ta'ala mit dem dritten Unterricht weiter. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wieder essen wie gewohnt oder Küche abholen und dann in den Zelt oder in die Garage rein.